älteste und bedeutendste Wasserstraße Europas ist der Rhein. Tag aus, Tag ein schwimmen die Schiffe beladen mit Gütern aller Art, Strom auf und Strom ab. Der Rhein verbindet die Industrie an seinen Ufern mit den großen Seehäfen, den Toren zur Welt. Von den Seehäfen transportieren moderne Schubschiffe die Rohstoffe landeinwärts, wo sie umgeschlagen und zum Verbraucher geleitet werden. Die größten Verbraucher sind die Hüttenwerke, die mit ihren Hochöfen täglich viele tausend Tonnen Erz benötigen. Eines dieser Hüttenwerke liegt am Niederrhein. Hier verfolgen wir den Weg des Erzes. Aus dem Schiff gelangt das Erz zum Lager. Hochwertige Erze der verschiedensten Sorten mit mehr als 60% Fe-Gehalt kommen aus Skandinavien, Südamerika und Afrika. Feinkörniges Eisenerz muss, bevor es in den Hochofen gelangt, aufbereitet werden. Über lange Transportbänder geht das Feinerz in die Sinteranlage. Genau dosiert und mit Koksgruß gemischt, gelangen die Erze in den Sinterofen, indem sie bei einer Temperatur von 800 Grad zusammengebacken werden. Der gesinterte Erzkuchen wird auf Stückgröße gebrochen und anschließend zu den Bunkern der Hochöfen transportiert. Im Hochofen wird das Erz zu Roheisen erschmolzen. Von dort gelangt es zum Siemens-Martin-Stahlwerk, in dem man aus dem Roheisen den Stahl gewinnt. Zu Blöcken gegossen wird der Stahl im Blockwalzwerk verformt und geht als Halbzeug zu den Profil- und Walzdrahtstraßen. Das Hochofenwerk der Hütte besteht aus drei Öfen. In regelmäßigen Abständen werden durch den Schrägaufzug die Rohstoffe Erz, Koks und Kalkstein in bestimmten Mengen dem Ofen zugeführt. Der Schmelzprozess dauert 3 Stunden. Nächster Abstich 13 Uhr in 47 Minuten. Die Vorbereitungen für den Abstich beginnen. Die Gießrinnen aus Formsand werden erneuert. Es ist soweit. Mit einer Stichlochmaschine wird das Abstichloch geöffnet. Jetzt schießt das Roheisen mit 1400 Grad aus dem Ofen. Es ist ein besonders hochwertiges Stahleisen. Durch die Rinnen fließt es in bereitstehende Pfannen. Der größte Teil wird direkt dem eigenen Stahlwerk zugeführt. Der Rest geht in flüssiger Form auf dem Schienenweg an die August-Thyssen-Hütte zur Weiterverarbeitung. Die leichtere Schlacke schwimmt auf dem Eisen. Sie wird vom Eisen getrennt und anschließend in eine besondere Pfanne gefüllt. Nach Beendigung des Abstichs wird das Stichloch wieder verschlossen. Im Stahlwerk der Hütte wird in 7 Öfen nach dem Siemens-Martin-Verfahren Stahl hergestellt. In der Hauptsache handelt es sich dabei um unlegierte Kohlenstoffstähle, die beim Stabstahl nach der Festigkeit, für Walzdraht nach der Härte abgestuft sind.
Chargierkräne beschicken den Ofen zunächst mit Schrott. Die Einsatzdauer beträgt 2 bis 3 Stunden. Wenn der Schrott eingeschmolzen ist, wird dem Ofen das flüssige Stahleisen zugeführt. Aus 3/5 Schrott und 2/5 Roheisen wird der Stahl gewonnen. Etwa weitere 5 Stunden wird die Charge gekocht und der Stahl sauber geschmolzen. Die Ofenbeheizung erfolgt durch Öl. Mess- und Regelgeräte überwachen diesen Vorgang. Der Schmelzprozess wird durch laufende Proben überwacht. Mit Rohrpost wird eine Probe ins Labor geschickt. Dort wird sie eingehend untersucht. Unter anderem wird auch der Kohlenstoffgehalt festgestellt, dessen Höhe für die verlangte Güte maßgeblich ist. Eine bestimmte Menge Stahlspäne wird gewogen und im Sauerstoffstrom verbrannt. Messgeräte zeigen den genauen Kohlenstoffgehalt im Stahl an. Alle Ergebnisse werden dem SM-Werk schnellstens durchgegeben. Achtung, Offensive! Achtung, Offensive! 12 Kohle, 42 Mangan, 22 Schwefel. 12, 42, 22. Offensive. Die Charge ist einwandfrei. Der Abstich beginnt. Die Temperatur des Stahls beträgt jetzt genau 1600 Grad. Eine wichtige Voraussetzung für den nachfolgenden Guss in die Vierkantkokillen. Bis zu 100 Tonnen Stahl werden bei jedem Abstich gewonnen. Je nach Qualitätsanforderung und Verwendungszweck werden dem Stahl jetzt noch geringe Mengen Mangan, Silizium oder Aluminium zugesetzt. Mit der Erzeugung der Qualitätskohlenstoffstähle nimmt das Werk eine Sonderstellung zwischen den Produzenten von Massen- und Edelstählen ein. Anschließend wird der Stahl vergossen. Im steigenden Guss steigt der Stahl gleichmäßig in den Kokillen von unten nach oben. Dieses Verfahren garantiert eine besonders gute Blockoberfläche. Sechs Kokillen werden bei einem Guss gleichzeitig gefüllt. Nachdem der Stahl erstarrt ist, werden die Kokillen abgezogen und die noch rot glühenden Rohblöcke zur Tiefofenanlage gebracht. Dort werden sie in Großraumöfen auf die vorgeschriebene Walztemperatur von 1250 Grad erhitzt. Jeder Block hat ein Gewicht von 4 bis 5 Tonnen. Er erhält eine Laufkarte, die ihn von nun an auf seinem weiteren Weg begleitet. Über Kipper und Rollgang erreicht er auf seiner nächsten Station die Blockstraße. Hier wird der Block beim Reversieren unter gewaltigem Druck der Walzen verformt. Er wird immer länger und dünner, bis er den vorgeschriebenen Querschnitt für die nachgeschaltete Knüppelstraße erreicht hat. Nach Verlassen der Blockstraße wird das Walzgut an den Enden beschnitten. Auf
der Laufkarte werden die Walzdaten und das neue Gewicht eingetragen. In der Knüppelstraße geht die Verformung weiter. Durch Passieren der einzelnen Kaliber wird der Endquerschnitt des Halbzeugs für die Weiterverarbeitung zu Profilstahl oder Walzdraht erreicht. Ein Teil der Halbzeugproduktion wird nach erneutem Erhitzen auf den beiden Feineisenstraßen zu Stabstahl, Leicht- und Spezialprofilen weiterverarbeitet. Schnell läuft die Walzader von Gerüst zu Gerüst. Gute Reaktion und blitzschnelles Handeln erfordert die Arbeit der Umwalzer. Erst auf dem Warmbett kühlt der Stab langsam ab. Es gibt vielfältige Formen und Qualitäten des Profilstahls, so unter anderem Rundstahl, Vierkantstahl, Flachstahl, T-Stahl, U-Stahl, Sonderprofil, Winkelstahl und Rippentorstahl. Ein Lieferprogramm, das allen Anforderungen entspricht. Den größeren Teil der Halbzeugproduktion verarbeitet die Hütte auf ihren drei Drahtstraßen zu Walzdraht. Die neueste Drahtstraße ist eine der modernsten Anlagen ihrer Art in Europa. Sie arbeitet vollkontinuierlich, das heißt, das Walzgut durchläuft in einem Arbeitsgang 24 hintereinander angeordnete Gerüste. Nach dem Wärmofen durchlaufen die Knüppel zunächst die Vorstraße. Die Walzung erfolgt gleichzeitig auf vier Adern. Von Gerüst zu Gerüst verjüngt sich das Walzgut und nimmt dabei an Geschwindigkeit zu. Von hier geht es zur Mittelstraße 1. Auf der Mittelstraße 2 wird zweiadrig weitergewalzt. Auf der Fertigstraße wird der Draht einadrig abwechselnd vertikal und horizontal gewalzt und schließlich zu einem Ring aufgehaspelt. Kaliber gewechselt, Ader Cäsar wieder betriebsbereit. Bitte einen Knüppel kommen lassen. Der Knüppel wird aus dem Morganofen gedrückt. Die Walztemperatur beträgt 1250 Grad. Über Treibrollen wird er automatisch in das Kaliber des ersten Walzgerüstes geführt. Am Ende der 8 Gerüste der Vorstraße wird er automatisch geschopft und läuft zur 4-gerüstigen Mittelstraße 1. Nach dem 12. Gerüst geht es zweiadrig weiter. Die Mittelstraße 2 übernimmt in zwei Anlagen zu je 6 Gerüsten die Walzung. Nach dem 14. Gerüst wird wieder geschopft. Bis zum Ende der Mittelstraße 2 wird nur horizontal gewalzt. Die folgende Fertigstraße ist einadrig ausgelegt und umfasst vier Anlagen zu je 6 Walzgerüsten. Hier wird abwechselnd vertikal und horizontal gewalzt. Das heißt, das Material wird mit größter Präzision von allen Seiten gleichmäßig verformt. Durch die Schlingen zwischen den einzelnen Gerüsten wird die Walzgeschwindigkeit geregelt. An dieser älteren Drahtstraße sind noch große Schlingen erforderlich. Während an jedem der hier nebeneinander liegenden Gerüste ein Umwalzer arbeitet, werden die Arbeitsvorgänge auf der neuen Walzstraße automatisch geregelt. Nur wenige Menschen in den Steuerständen überwachen den Ablauf. Am Ende der Anlage schießt der Draht mit einer Geschwindigkeit von 28 Meter pro Sekunde in die Haspelanlage. Aus einem 9 Meter langen Vierkantknüppel von 70 mm ist ein Ring von über 2000 Meter Walzdraht geworden. Vier Transportbänder befördern die noch glühenden Ringe weiter zum Warmbett.
Eine Kippvorrichtung übergibt sie der Hakenbahn, auf der sie langsam abkühlen. Anschließend werden sie gebündelt und verladen. Bessere Walzgenauigkeit und Oberfläche sowie große Ringgewichte des Walzdrahtes sind die Ergebnisse des vollkontinuierlichen Walzens nach den neuesten Gesichtspunkten der Technik. Bevor der Walzdraht zum Versand kommt, wird jede Charge eingehend geprüft. Die zur Thyssen-Gruppe gehörende Hütte ist der größte Walzdrahthersteller in der Bundesrepublik. Ihre Erzeugnisse gelten bei den weiterverarbeitenden Industrien in der ganzen Welt als Inbegriff deutscher Qualität. Zu den Weiterverarbeitern gehören auch die Tochtergesellschaften der Hütte, die Westfälische Union, Eisenwerk Steele und Lennewerk Altena. Draht wird zu Haushaltgeräten verarbeitet.